Schönen guten Abend. Ich freue mich, dass hier in der Region so viele Menschen als Paare am Leben sind. Bei uns gehen ja die Paare alle auseinander, im Bekanntenkreis, ganz furchtbar. Zum Beispiel jetzt der Bernd und das Carola. Diese beiden jahrelang eine ruhige Ehe geführt, also harmonisch zusammengelebt. Und jetzt mit mal sagt aber es Carola. Der Bernd stagniert. Verstehst du? Also er bleibt in der Stagnat. Also im Sofa. Immer im Sofa. Und dann natürlich immer das Fernsehen an und dann immer diese Sendungen hier, wo so Menschen im Urwald, bildungsfern sehen. Und das Carola sagt immer, Mensch, Bernd, jetzt steh doch mal auf, jetzt gebrauch doch mal deine Beine und auch mal einen Kopf, denk doch mal nach. Nein, er steht unter Denkmalschutz. Und dann hat es Carola irgendwann gesagt, ich muss was tun, ich muss aktiv werden. Dann hat es sich weitergebildet, immer weiter vom Bernd weg. Immer weiter weg. Und irgendwann hatte es sich komplett von ihm fortgebildet und hat ihn dann ausgewildert. Und es Carola hat sich danach selbstständig gemacht. Es berät jetzt Leute, also von der Mode her, also am Stil, aber auch innerlich. Es sagte zum Beispiel letztens zu mir, warte. Frieda, du bist schön. Wirklich, wirklich. Emma, ich war schockiert. Das war so schier als Kompliment. Aber es hat geholfen. Und es Carola macht, sagt, man soll sich gegenseitig solche Komplimente immer wieder machen. Die Komplimente, die müssen klar sein und ehrlich und schön. Und auch sich selber immer mal wieder Komplimente machen. Es Carola geht jeden Tag für sich selbst vor den Spiegel. Carola, du bist schön. Ich hab's mal probiert. Im Nachthemd geht's gar nicht. Und ohne Nachthemd. Man muss ja nicht mit der Tür ins Haus fallen. Ja, ihr seid am Lachen. Stellt euch heute Abend mal, stellt euch mal vor den Spiegel. Am besten erst mal jeder einzeln. Beim ersten Mal, dann nimmst du am besten eine Decke mit. Die hältst du dir vor, so, dann gehst du vor den Spiegel. Am besten erstmal nur ein Bein angucken. Ja, weil im Grunde hast du das Bein ja vorher schon gesehen. Beim Ausziehen, du ziehst ja deine Sachen aus und dann siehst du ja schon, die Kleidung hat am Körper Spurrillen hinterlassen. Und zwar so viele, dass ich manchmal denke, wenn es eine Straße wäre, dann müsste man sie sperren. Oder kennst du das? Kennst du das? Über Nacht kannst du dich dann ja entfalten wieder. Und dann wachst du morgens auf. Dann gehst du vor den Spiegel und dann siehst du hier zusätzlich zu deinen eigenen Falten noch die Falte vom Kopfkissen auf der Wange. Früher hat man das doch anders gemeint, wenn man gesagt hat, die Nacht hat Eindruck hinterlassen.
Aber bei meinem, noch schlimmer ist ja, wenn der Abend Eindruck hinterlässt. So war es letztens bei meinem Mann, beim Erwin. Wir waren eingeladen bei Frosches Gerda. Frosches Gerda hatte frischen Zwiebelkuchen gebacken. Und dazu gab es diesen jungen Wein, diesen Federbeißer. Nun kriegst du ja von so Zwiebelkuchen kriegst du ja richtig Durst. Deswegen hatte der Erwin ruckzuck 2 Flaschen von diesem tiefgekühlten Federbeißer getrunken. Und da sagt mit mal Frosches Gerda, übrigens, für diejenigen von euch, die den Federbeißer nicht kennen, wenn du da mehr als 2 Gläser von trinkst, dann wirkt der im Darm wie ein Abflussreiniger. Da kam natürlich für den Erwin, geh die Hilfe zu spät. Was aber niemand außer ihm selber wusste. Er merkte nur, wie sich Mittmar in ihm drin was am Zusammenbrauen war. Und dann konnten wohl die Muskeln für einen ganz kleinen Moment nur diesem Kirill nicht mehr standhalten. Immerhin war der Erwin in dem Moment so clever wie unweise, um sich zu husten. Sodass niemand was gemerkt hat. Nun ist aber wiederum durch das Husten, also durch... Wie sage ich euch das jetzt, ohne dass euch der Appetit aufs Essen vergeht? Pass auf, ich sage es mal in Kuchenform. Ja, also, durch diese Anstrengung beim Husten hat der Erwin, ohne dass er es vorher vorgehabt hätte, diesen Windbeutel mit Füllung rausgegeben. Nun hat es ja im Zimmer sowieso würzig gerochen. Und der Erwin ist dann auch kurz darauf aufgestanden und ganz unauffällig bei Frosches Gerda aufs Gästeklo. Und da hat er dann zum ersten Mal in seinem Leben mit einem Stück Gästeseife einen Schlüpfer durchgewaschen. Das Ding danach sofort wieder anzuziehen, verbot sich von selbst. Also hat er es im frisch renovierten Gästeklo von Frosches Gerda kurz angeschleudert und dann in die Hosentasche rein. Ja, und die Hose, die hat er quasi ohne Unterbodenschutz wieder angezogen. Ich habe mich dann nur gewundert, er kam zurück, er setzte sich hin und kurze Zeit später wollte er auch schon nach Hause. Und dann auf dem Nachhauseweg. Wir sind ja gerannt, so einen Druck hat er gehabt. Auf dem Nachhauseweg hat er mir dann erstmal erzählt, was ihm passiert ist. Und habe ich gesagt, wie läuft es sich jetzt? Mit so einem feuchten Schlüpfer in der Hosentasche. Da sagt er, weißt du was, der ist da gar nicht mehr drin. Den habe ich, als ich mich wieder gesetzt habe, bei dir in der Handtasche fallen lassen. Ich habe gesagt, du bist aber gut, ich habe doch gar keine dabei. Oho. Da hat er sich aber verfärbt. Weil der Erwin war 3 Wochen vorher in Kur. Und damit es untereinander keine Verwechslungen gab, habe ich in jedem von seinen Wäschestücken... Erwin Braun. Mit anderen Worten, die Unterhose konnte infiziert werden. So, nun verrate ich euch noch zum Schluss, was danach passiert ist. Es ist Luise.
Eloisa hat nie wieder mit uns gesprochen. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Also schwedische Möbel, damit sind wir doch groß geworden. Wir hatten doch gar nichts anderes. Wir hatten nur Ikea. Unser Leben war bunt und lustig und unsere WGs waren voll mit Holz. Frieda, was gibt das denn? Jetzt muss ich hören, dass Köttbulla, ja, diese unschuldigen kleinen schwedischen Frikadellen, dass die aus Pferdefleisch sind? Hallo? Karlsson vom Dach hat sich von nichts anderem ernährt, ja? Und jetzt isst er den kleinen Onkel von Pippi Langstrumpf? Also, Frieda, also das Pferd? Elch hätte ich ja noch verstanden. Da hätte ich nichts gesagt. Aber Pferd? Hotzehü? Das geht gar nicht. Frieda, was soll das denn? Du bist schön. Ihr seid auch schön.